Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben jetzt gerade kurz nach 8. Ich bin jetzt gerade wach. Schon Frühstück gemacht. Wie ihr seht, ich liege noch im Bett. So komisches Licht habe ich hier, weil ich nur meine Nachttischlampe an habe. Ist noch ein bisschen bedeckt draußen. Die Sonne ist noch nicht wach. Ja, ich nehme mich heute mal wieder mit, weil heute passiert auch tatsächlich mal was. Und zwar bin ich gleich um 11 Uhr mit meiner Oma und meinem Opa verabredet. Wir gehen nämlich in einen Stoffladen und shoppen mal ein bisschen Kinderstoffe, weil meine Oma mir ein paar Sachen für Julie nähen möchte. Und ich muss gestehen, ich war noch nie in einem Stoffladen. Ich werde da mal die Kamera mitnehmen, weil ich finde Kinderstoffe mega schön und werde euch mal zeigen, was es da so gibt und was wir so kaufen und so. Und ja, das steht heute erstmal so an. Ich werde heute wahrscheinlich noch ein, zwei Videos drehen, zwei Hauls, weil ich nämlich gestern bei IKEA shoppen war für Julies Babyzimmer. Ein bisschen Deko. Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ja, wie gesagt, ich frühstück jetzt erstmal. Und dann gehe ich duschen. Dann mache ich mich fertig und Rest werdet ihr ja dann sehen. Your head on my beating heart. I'm thinking.
So, geschminkt bin ich jetzt auch. Ah, es ist immer noch relativ früh, es ist gerade mal irgendwie 9:45 oder so und ich muss 10:40 erst die Bahn nehmen. Und weil ich noch so viel Zeit habe, habe ich noch Zeit für ein zweites Frühstück. So, zum zweiten Gang gibt es jetzt nochmal Brot mit Buco Toscana. Das ist mein absoluter Lieblings-Buco. Könnte ich mich reinlegen. Tee gibt es den hier, brasilianische Limette, auch super lecker, allerdings mit Zitrone und mit Honig. Und ich werde jetzt wieder ins Bett gehen, weil ich habe noch knapp ein Stündchen Zeit und ich chill dann noch ein bisschen. Bis gleich. Ich habe getrödelt. Muss ich mich nämlich mega beeilen, weil in 12 Minuten meine Bahn unten kommt und ich muss noch die ganze Stadt runterlaufen. So, ich zauber mir mal eben meinen Bauch weg. Sehr clever, Annika. Ich sehe absolut hochschwanger aus, oder? Also total. 8. Monat, wisst ihr Bescheid. Ich flitze jetzt die Stadt runter und hoffe mal, dass ich meine Bahn noch kriege. Einblick von Hattingen. Ich kann euch sagen, hier steppt der Bär. Nicht, aber geht schon. Julie. Für Julie. Für Julie. Nein? Ja. Der erste Einkauf für Julie. Mama, sag mal Hallo. Hi, hi. Jetzt ist es. Ich bin jetzt gerade wieder raus aus dem Stoffladen, haben 3 Stoffe ausgesucht. Ah, voll schön. Muss ich euch mal später zeigen. Aber ich glaube, ich filme auch, wenn meine Oma am Nähen ist. Das macht sie aber heute nicht. Und wie viele schöne Stoffe die da haben. Total die Reizüberflutung. Richtig. Ich meine, ich blende euch das sowieso nachher mal ein. Aber da kriegt man richtig Lust zu nähen, obwohl ich nicht mal wirklich nähen kann. Also ich habe keine Nähmaschine. Oh, das war gerade ein bisschen laut. Was ich sagen wollte, da kriegt man richtig Lust zu nähen, obwohl ich gar nicht wirklich nähen kann. Also ich kann wohl mit einer Nähmaschine irgendwie geradeaus nähen. Aber ich habe nicht mal eine Nähmaschine.
Und da sind so süße Sachen, irgendwie, so süße Stoffe, da hat man richtig Lust, irgendwie so kleine Hosen und Mützchen irgendwie zu nähen und irgendwie Bettwäsche und sowas. Da freue ich mich richtig drauf, wenn sie dann geboren ist und älter ist. Vielleicht zeigt meine Oma mir das ja mal. Vielleicht bin ich ja schlau genug dafür. Ich glaube, ich bin nicht so gut da drin, aber vielleicht probiere ich das mal. Da finde ich ja schon ein bisschen schön, ne? Also da hat man ja schon besondere Sachen. Ich laufe jetzt mal zur Bahn und dann erstmal wieder nach Hause. Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt schon wieder zu Hause. Was heißt schon? Schon ist gut. Wir haben jetzt mittlerweile schon 2:30. Ich bin schon, ich glaube, fast 2 Stunden zu Hause. Aber ich habe jetzt 2 Stunden damit verbracht, schwachsinnige Telefonate zu führen. Und ich bin auch mega scheiße drauf. Ich glaube, das merkt man leicht. Aber einige kennen das bestimmt von euch. So Kündigungsfrist, Fitnessstudio, bla bla bla. Jetzt ist halt rausgekommen, dass ich halt seit Juni wirklich von mindestens 6 Mitarbeitern von meinem alten Fitnessstudio ganz falsche Informationen bekommen habe und jetzt meine Kündigung nicht anerkannt wurde. Mein Fitnessstudio ist aber fast 40 Kilometer weit weg und jetzt ist denn eingefallen, ach, wir haben noch eins in Bochum, das ist aber mitten im Industriegebiet, da kommt kein Schwein hin. Jetzt haben die meinen Vertrag einfach mal um 2 Jahre verlängert. Das heißt, ich komme nicht zu diesem Fitnessstudio hin und soll jetzt 2 Jahre weiter zahlen. Jetzt habe ich da gerade mal bei dem Chef angerufen. Nochmal, ich habe Anfang Januar schon mal mit dem gesprochen. Der hat sich mehrfach entschuldigt und er wird gucken, dass er mich da aus dem Vertrag rauskriegt. Denn ich habe ihm wirklich gesagt, wenn das nicht klappt, dann gibt es Riesenärger. Ich bin so ausgeflippt gerade am Telefon. Boah, aber ganz ehrlich, ey, mein Vertrag wurde um 2 Jahre verlängert und ich soll jetzt 2 Jahre wirklich für was zahlen, was ich gar nicht nutzen kann. Ich komme da gar nicht hin, weil dieses Fitnessstudio ist mitten im Industriegebiet. Ich fahre alleine mit dem Auto fast 40 Minuten und da ich kein Auto fahre und auch kein Auto habe, muss ich ja mit Öffentlichen fahren und da fahre ich über 1 Stunde, muss 2-mal umsteigen und darf dann noch 20 Minuten laufen. Mit Sicherheit nicht. Ja. Ich bin sehr, sehr, sehr wütend gerade. Und Hunger habe ich auch noch. Und Pipi muss ich und müde bin ich. Nee, Quatsch. Ich habe nur mega den Hunger. Ich denke mal, Patrick kommt ab 4, zwischen 4 und 5 irgendwie. Und ich habe noch gar keinen Plan, was ich irgendwie zu essen machen soll. Ich habe aber auch absolut keine Meinung, worauf ich Hunger habe. Gestern musste halt ein bisschen schnell gehen, da habe ich dann eine Tiefkühlpizza gegessen. Aber da habe ich heute eigentlich nicht schon wieder Lust drauf. Ich glaube... Ja, Feldsalat hat sich auch erledigt, der sieht nicht mehr so lecker aus. Ist ja toll heute. Super Tag, geil, geil, geil. Nein, war bis jetzt ja eigentlich alles gut soweit, aber ich bin einfach sehr aufgeregt. Ich suche jetzt was zu essen, dafür brauche ich beide Hände. Ich habe was zu essen gefunden. Zwiebelsuppe und die überbacke ich mir gleich noch mit Käse. Auch nicht so super gesund, aber ganz ehrlich, ist mir gerade vollkommen egal. So, ich habe da jetzt noch frische Zwiebeln reingeschnitten, weil da ist ja nur dieser Instant-Scheiß drin. Ich muss so, wenn ich so ein Fertigzeug esse, muss ich immer mega nachwürzen, weil mir sonst sowas überhaupt gar nicht schmeckt. So geht's halt. Ja, ich würze mein Essen immer ziemlich viel. Oh, mein Schnittlauch ist leer. Aber ich mag's würzig. So. Sieht auch, also es sieht in der Kamera nicht appetitlicher aus als in real, aber ja doch, Zwiebelsuppe, also hier gerade die von Knorr, die kann man schon mal essen, sieht nicht besonders appetitlich aus, aber ist ganz lecker. Dann gleich noch mit Käse. So, das ist jetzt die Suppe, habe ich noch ein bisschen Toast drüber gestreuselt und Käse und das kommt jetzt in die Mikrowelle und dann zeige ich es euch nochmal. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kommt noch ein bisschen Sesam drüber. Nicht jedermanns Sache, aber ich mag gerne Sesam.
Die esse ich jetzt erstmal. So, ich habe jetzt Mittag gegessen. Wie soll es auch anders sein? Ich bin jetzt super träge, total müde, aber mental geht es mir schon ein bisschen besser. Aber ich könnte mich gerade echt schon wieder ins Bett legen. Einfach nur pennen. Aber nein, ich bin ja total motiviert, heute Videos zu drehen. Ich habe mir heute auch vorgenommen, außer jetzt hier dem Video zu machen, noch entweder ein DIY-Video zu drehen, weil ich habe ein paar Leinwände gekauft und würde gern anfangen, für Julies Babyzimmer ein paar Bilder zu malen. Wow, ist das dunkel. Und ich kann euch ja mal ganz kurz von meiner gestrigen Shoppingtour zeigen. Das habe ich alles fürs Babyzimmer gekauft. Und da wird es natürlich auch einen XXL-Haul zu geben. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich das heute wirklich mache und schaffe. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die Bilder, die ich malen will, ob ich da ein eigenes Video zu mache oder ob ich euch das so gleich mal eben zeige. Oder beides vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ich bin ehrlich gesagt gerade so matschig irgendwie. Ich muss erstmal klarkommen. ja, Patrick kommt gleich nach Hause und ich schau mal, was ich dann so gleich noch mache. So, bevor ich mich jetzt wirklich nochmal eben kurz für ein Nickerchen hinlege, was echt sein muss. Ich bin gerade voll in den Türrahmen bei mir gelaufen, weil ich so müde bin. Ich kann kaum noch denken, ich muss mich echt hinlegen. Wollte ich euch mal zeigen, ich glaube gestern war Sonntag? War gestern Sonntag? Ich weiß nicht, entweder gestern oder Freitag oder was, ist nämlich mein Paket angekommen und zwar von Medela. Ich darf nämlich eine Milchpumpe testen und zwar die Medela Swing Maxi. Könnt ihr hier mal gucken. Das ist so eine, wo man doppelseitig abpumpen kann. Total cool. Die hätte ich mir sowieso anschaffen müssen, sage ich jetzt mal. Und da freue ich mich jetzt natürlich umso mehr, dass die mich angeschrieben haben und gefragt haben, ob ich nicht Interesse daran habe. Natürlich habe ich Interesse daran. Und werde das Ding dann mal testen, weil ich möchte ja stillen. Und dann vermute ich mal, dass es nicht schlecht ist, auch eine Milchpumpe zu haben, um abzupumpen. Und deswegen habe ich mir die mal ausgesucht. Ja, die kann ich natürlich erst testen, wenn die kleine Maus auf der Welt ist. Und das ist ja noch ein bisschen. Und ich werde mich jetzt hier in dieses Kissengetummel reinschmeißen und ein Stündchen Haier machen. Baby,